Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Besucher, gleich vorweg, liebe Kollegin Bär, ich habe an keiner Stelle gesagt, dass das, was die Bürgerinitiativen, der Stein des Weisen ist. Also da habe ich immer auch ganz deutlich gesagt, das ist nicht der Weg, den wir gehen wollen. Aber zum runden Tisch muss ich sagen, ich habe offensichtlich eine etwas andere Wahrnehmung als alle anderen hier im Raum. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, wir würden uns da vor Freude weinend in den Armen liegen. Das war an keiner Stelle der Fall. Ich habe gleich bei der ersten Sitzung des runden Tisches bei der Arbeitsgruppe nachgefragt, wie das denn mit der Demokratie und den Mehrheiten wäre. Und dann hat man mir gesagt, nee, da würde man ja nachher nicht sagen, es hätte eine Mehrheit gegeben, da würde man ja nur die Verbände aufführen. Ich möchte das noch mal ganz klar sagen. Die gesamte Schülerschaft aus NRW hat da mit einer einzigen Stimme gesessen. Ja? Und dann kommen, ich weiß nicht, zig Rektorenverbände und wer alles sagt, und dann von Mehrheiten zu sprechen, in dem Sinne, das hat mit den Proportionen in NRW, hat das gar nichts zu tun. Nur um das mal hier ganz klar vorwegzustellen. So, zum runden Tisch haben wir viel gesagt. Also es ging prinzipiell um zwei Sachen. Einmal gibt es einen Konsens für die Beibehaltung von G8. Zum anderen ging es darum, den Optimierungsprozess voranzubringen und für die jetzt im G8 befindlichen Schülerinnen und Schüler weiter Entlastungsmöglichkeiten zu finden. Und da muss ich sagen, wer will schon dagegen sein, für Schüler Entlastungsmöglichkeiten zu finden? Natürlich waren wir uns da alle einig, dass wir schauen müssen, wie geht das besser. Herr Priggen hat gestern gesagt, wir hätten dort einen Konsens gefunden, wenn er das denn richtig verstanden hätte. Und Herr Priggen ist heute nicht da, aber ich muss sagen, nein, das hat er nicht richtig verstanden. Es gab am runden Tisch keinen Konsens für G8. Das war von vornherein letztendlich auch gar nicht möglich, weil die Elterninitiativen wieder das G9 wollten. Das heißt, das stand ja von vornherein fest, dass die sich auf diesen Konsens gar nicht einlassen würden. Aber das hatte die Kollegin Bär gerade schon gesagt. Auch die Landesschülervertretung fordert einen neunjährigen Bildungsgang am Gymnasium. Langfristig ist das Ziel die inklusive Gesamtschule, das hatten wir gerade gehört. Eine Regelung, die sowohl ein G8 als auch ein G9 ermöglichen, wurden von der Landeselternkonferenz und vom Landesjugendring befürwortet. Auch der Landesjugendring als Vertreter der Jugendlichen hier in NRW, finde ich, ist eine sehr gewichtige Stimme, die man nicht einfach links liegen lassen darf. Landesschülervertretung, Landeselternschaft, Grundschule, Landeselternkonferenz, VBW, GEW, DGB sind für eine verbesserte Anschlussfähigkeit und Erreichbarkeit der Abschlüsse am Ende der SEC 1. Das sollte in den Blick genommen werden. Von langfristig habe ich da nichts gehört. Das sollte in den Blick genommen werden. Dass wir das nicht morgen umsetzen können, das weiß ich auch. Ja, aber die Diskussion an der Stelle im Moment zu beschließen und zu sagen, auch da beschäftigen wir uns in ein paar Jahren mal mit, das ist mir zu wenig. VBEGW, Landesschülervertretung, Landeselternschaft, Grundschule und DGB haben sich perspektivisch für eine sechsjährige Sekundarstufe 1 ausgesprochen, und zwar an allen Schulen. Und diese Diskussion, die, finde ich, sollten wir auch weiterführen und nicht jetzt einfach sagen, jetzt machen wir erst mal da ein Deckchen drüber und dann gucken wir in ein paar Jahren mal, wie wir weiterkommen. Es gab ebenfalls ein breites Votum dafür, mittelfristig die Umstrukturierung des Bildungsgangs am Gymnasium anzugehen, und zwar in der Oberstufe eine flexible Phase einzuführen, wo Schüler durchaus gucken können, wie schnell sie das Abitur schaffen. Die GEW hat in dem Zusammenhang vorgeschlagen, die Oberstufe von 2 bis 4 Jahren zu gestalten. Und das scheint mir durchaus Sinn zu machen, um eine individuelle Lebensplanung zu haben, zu gucken, mache ich einen Auslandsaufenthalt oder engagiere ich mich sonst wo, oder aber ich ziehe das einfach in 2 Jahren durch und dann habe ich einfach das G8. Das kann ja alles möglich sein. Dann haben wir über die Maßnahmen gesprochen, die zu einer Verbesserung der Situation im G8 führen. Die Maßnahmen in den unterschiedlichen Feldern wie Entlastung der Schülerinnen und Schüler oder Begrenzung des verpflichtenden Nachmittagsunterrichts wurde hier heute Morgen ja schon ganz ausführlich dargestellt. Auch wenn ich einzelne Maßnahmen durchaus sinnvoll finde,
bestehen bei mir doch erhebliche Zweifel, ob sie denn wirklich zum gewünschten Ziel führen. Ich möchte da als ein Beispiel mal was zu den Ergänzungsstunden fragen. Ich war wirklich überrascht, was man mit diesen paar Stunden alles anfangen kann. Unglaublich. Lernzeiten werden benutzt, da gibt es keine Hausaufgaben mehr, machen wir den Lernzeiten. Individuelle Förderung, machen wir in den Lernzeiten. Förderung von besonders Begabten, machen wir in den Lernzeiten. Ja? Ich weiß gar nicht, wie lange diese Stunden sind, diese Ergänzungsstunden. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ein Lehrer das leisten können soll, das alles in diesen paar Stunden unterzubringen. Da kam dann die Idee, wir nennen das Schulministerium Hogwarts um und bilden jetzt Zauberer aus. Aber ich weiß nicht, wie Lehrer das noch hinkriegen sollen. Gerade das Gleiche, ein pädagogischer Tag, finde ich super. Und dann wird gesagt, ja, da müssen auch die Eltern und die Schüler beteiligt werden. Was sollen die denn an einem Gymnasium mit 1500 Schülern an einem Tag leisten, mit ich weiß nicht wie viel 100 Lehrern, Schülern? Da ist doch ein Tag einfach nicht genug. Das sind doch alles nur kleine Pflasterchen, die hier wirklich niemand nach vorne bringen. Frau Kollegin, würden Sie eine Zwischenfrage der Frau Abgeordneten Beer zulassen? Ja, gerne. Danke schön, liebe Frau Pieper. Ist Ihnen bekannt, dass es in der Schule Mitwirkungsgremien gibt, ja, wie die Schülermitverwaltung, die Schülervertretung und die Eltern, die Schulpflegschaft, die dann an solchen Tagen auch eingebunden sind, die ihre eigenen Organe haben in den Klassenpflegschaften, die beteiligt sind in den Fachkonferenzen. Ist Ihnen das bekannt und halten Sie das für unmöglich, dass eine Einbindung in einem pädagogischen Tag mit den Gremien erfolgen kann? Vielen Dank, Frau Bär. Nein, das halte ich natürlich nicht für unmöglich. Habe ich auch an keiner Stelle gesagt. Ich habe nur gesagt, dass dann gerade hier dieser pädagogische Tag so in den Vordergrund geschoben wurde, als wolle man damit sagen, an diesem Tag richten wir das Leben. Das wird nicht funktionieren. So. Aber selbst wenn wir diese Fragen alle lösen und uns gestatten, wirklich Verbesserungen zu bekommen. Das wird die strukturellen Probleme, die mit G8 einhergehen, absolut nicht lösen. Durch das G8 in NRW wird das ganze Gymnasium nicht mehr durchlässig. Da haben wir lange darüber diskutiert, dass es schwierig ist, von einer anderen Schule auf ein Gymnasium zu wechseln. Wie sieht das mit Schülern aus anderen Bundesländern aus, in denen es G9 gibt? Wenn die hier hinkommen, müssen die dann ein Jahr wiederholen. Wie sieht das aus mit zieldifferenter Förderung am Gymnasium? Wo machen die Klasse 10? Gehen die dann mit in die Oberstufe? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das G8 macht einfach viel mehr Probleme, als dass es sie lösen kann. Natürlich löst ein Wechsel zu G9 auch nicht alle Probleme des Bildungssystems. Das ist schon klar. Aber wir glauben schon, dass ein G9 auch am Gymnasium den individuellen Begabungen besser entgegenkommt als das G8, und zwar in jeder Schulform. Wer wirklich für eine Erhöhung des Bildungsniveaus und für Chancengleichheit ist, der kann eigentlich nur für eine möglichst lange Schulzeit sein, um allen Schülern diese Chancen zu geben. Warum dann dieses Beharren? Frau Bär, wenn Sie eine Frage stellen möchten, klinken Sie sich doch bitte einfach ein, dann machen wir das. Ja, warum beharren? Das Gymnasium ist von seiner Schülerschaft ja durchaus heterogener geworden. Und wir haben mehr Inklusion, mehr Integration im Gymnasium. Und da verstehe ich es nicht, wie diese zusätzlichen Herausforderungen, die jetzt auch aufs Gymnasium zukommen, in dieser kürzeren Zeit alle bewältigt werden können. Und dann muss man auch mal diesen Zusammenhang sehen, diese große Diskussion um Abschulen und diese Kultur des Behaltens. Ja, da frage ich mich einfach, ob nicht viele, die für dieses G8 sind, nicht dieses G8 nur haben wollen, um so ein bisschen in diesem Elfenbeinturm für unsere Bildungseliten zu bleiben, um zu sagen, ah, die sich nicht so ganz sicher sind, die das schaffen, die gehen dann lieber zur Gesamtschule, die sind wir dann einfach ganz gut los. Das finde ich nicht richtig. Und ich habe während dieser ganzen Diskussion nicht ein einziges pädagogisches Argument für G8 gehört. Nicht ein einziges. Es wird ständig nur
als Begründung angegeben, dass es damals ein Fehler war, das G8 einzuführen. Und jetzt wäre es ein noch größerer Fehler, wieder zurückzukehren, weil das bringt so viel Unruhe in die Schule. Erstens, Unruhe ist in Schulen immer. Zweitens, wir wollen nicht zurück zu G9, sondern man kann das langfristig angehen. Man muss auch nicht sagen, pass mal auf, in einem halben Jahr drehen wir alles um. Das kann man planen, das kann man vorbereiten, das kann man fließend in die Schulen einbringen. Aber was ich nicht verstehe, ja, wir halten also ein nicht funktionierendes System aufrecht und behandeln es, anstatt zu sagen, hey, das war eine Sackgasse, das war nicht richtig. Lass uns gucken, wie gehen wir nach vorne zu einem neuen G9, nicht mit Rolle rückwärts zu dem alten. Was für Chancen bieten sich uns? Wie können wir flexible Schullaufbahnen organisieren? Wie können wir individuelle Förderung organisieren? Und individuelle Förderung, das habe ich schon ein paar Mal hier gesagt, ist nicht nur Lernen auf unterschiedlichem Leistungsniveau, das ist Lernen in unterschiedlichen Lernzeiten und Lernschritten und Lerngeschwindigkeiten. Die Mehrheit der Eltern und Schüler ist gegen G8, aber wen juckt's? Und meine lieben Kollegen von Rot-Grün, ich finde es gut, dass man einen runden Tisch macht, dass man sich alle anhört, finde ich auch gut. Aber ich finde, trotzdem muss man nachher klare Kante zeigen und Position beziehen. Und das sage ich ganz deutlich. Bei der FDP haben wir immer gewusst, woran wir sind. Wir wussten, die FDP steht für G8. Das muss ich nicht teilen, aber da weiß der Bürger, da wissen alle Menschen in Nordrhein-Westfalen, woran sie sind. Und das finde ich gut. Ich weiß immer noch nicht, wofür Rot-Grün steht. Da geht der Herr Geisel her und trägt sich bei der Bürgerinitiative ein. Keine Ahnung. Da wird gesagt, wir machen jetzt G8 weiter. Ich weiß es nicht. Da muss man doch hier mal Positionen beziehen und sagen, wo wollen wir eigentlich perspektivisch hin? Und mir fehlt tatsächlich die Vision von einer Schule 2025. Wie schaut das dann aus? Und ich finde immer nur dieses hier ein bisschen kleckern und da ein bisschen kleckern, das ist nicht gut für NRW und das ist keine nachhaltige Schulpolitik. Vielen Dank. Frau Kollegin, würden Sie im Moment hier bleiben? Noch, es liegt eine Kurzintervention der Frau Kollegin Beer vor. Ja. Wenn Sie sich eben eindrücken, Frau Beer, bitte schön. Danke schön. Ja, Monika Pieper, dem Wunsch komme ich natürlich gerne nach, das nochmal offiziell anzumelden und nicht nur dazwischen zu rufen. Dann will ich aber nochmal sehr deutlich sagen, ich glaube, bin überzeugt davon, dass es nicht richtig ist, pauschal von Schulen zu reden, so wie das gerade der Fall wieder gewesen ist, sondern dass der Blick darauf zu richten ist, dass es vielen Schulen ja gelungen ist, innovative Schulentwicklung zu machen. Also wir können gerne auch mal unterwegs sein. Das biete ich jetzt nicht nur den Herren in der Runde von CDU und FDP an, sondern dann fahren wir doch mal zum Clara-Schumann-Gymnasium nach Dülken. Da hat übrigens auch die GEW-Zeitung NDS darüber berichtet, wie da das G8 gelingt. Dann fahren wir gerne nach Alsdorf und schauen uns ein Gymnasium an, das ausgezeichnet ist mit dem Deutschen Schulpreis, wo es ohne Sitzenbleiben geht. Und das ist das Schulprogramm und das ist die Ausrichtung. Es geht darum, das habe ich eben auch sehr deutlich gesagt, dass nicht das Kind sich an die Schule anpassen muss, sondern das Ziel ist, die innere Schulentwicklung, individuelle Förderung so auszurichten, dass die Schule alles zum Lernerfolg des Kindes tun kann. Und das ist eine sehr klare Ausrichtung. Dazu braucht man Verlässlichkeit und Ruhe in der Schulentwicklung. Dazu braucht man Lehrerfortbildung. Dazu braucht man die Begleitung. Und das wollen wir auf den Weg bringen, anstatt jetzt wieder Schulstruktur-Rückabwicklungsdebatten zu haben, die die Schulen dann entsprechend belasten. Das ist die Abwägung, die bei vielen auch am runden Tisch gelaufen ist. Das war sehr deutlich abzulesen. Und das ist die Wahrnehmung, die da ist. Wir diskutieren nicht im leeren Raum. Das hätten ja gerne die Initiativen gehabt. Wir sind in einem Gesamtgefüge und das ist genau die Bewegung nach vorne. Okay, vielen Dank. Frau Pieper, bitte schön. Vielen Dank, liebe Kollegin Beer. Ich glaube, wir haben in ganz vielen Dingen ja durchaus Konsens. Natürlich bin ich für individuelle Förderung. Aber ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, in allen Feldern wird immer an drei Stellen gesagt, Best Practice, Best Practice. Wir brauchen strukturelle Rahmenbedingungen und Veränderungen. Da hilft es nicht, dass wir eine Handvoll Schulen haben, an denen es dann so ist. Und ja, gut, dann sind es zwei Handvoll. Aber wir haben reichlich Schulen, an denen es nicht so ist. Und ich finde halt, es ändert nichts daran zu gucken, zu sagen, wir
wir brauchen halt dieses längere Lernen zur Persönlichkeitsentwicklung. Und deshalb sagen wir, wir müssen zumindest mittelfristig überlegen, ob wir nicht diese Sek 1 in 6 Jahren haben. Und ich glaube, da müssen wir jetzt anfangen zu überlegen, wie kann das gehen. Und nicht in 2 Jahren, wenn wir evaluiert haben, wie das G8 jetzt gelaufen ist. Vielen Dank, Frau Kollegin Pieper, für die Landesregierung.